Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich klicke das mal kurz weg und nochmal weg. Nämlich heute mal zu Shakes and Features. Wollte ich schon lange machen, ich habe auch schon mal ein ganzes Video davon gemacht. Das war per Handy und ich habe jetzt nochmal eins gemacht, aber da ist die Tonspur für den Arsch und ein bisschen ist da bei der Aufnahme kaputt gegangen. Deswegen mache ich es jetzt nochmal. Leider ohne Musik, Entschuldigung, ich muss gucken, wie ich das am besten mache, weil sonst ist die Aufnahme für den Arsch. Vielleicht mache ich doch Musik hinterher, ich weiß es nicht. So, ich will mich jetzt nicht dermaßen viel verplappern. Also, Shakes and Features, wer es nicht kennt, es ist so ein, wie heißt es jetzt, MMO oder irgendwie so. Sorry, ich muss es ja eigentlich erklären richtig. Es ist halt so ein Spiel, du machst Missionen, kriegst XP, kriegst Gold, kriegst all sowas und kannst dich dann wieder verbessern und bla und bla und bla. So wie die meisten Handy-Games und Browser-Games und irgendwie sieht das so aus, als ob ich dermaßen leise bin. Ja, muss ich in der Nachverarbeitung Nachbearbeitung, so heißt der Scheiß. Muss ich da mal gucken, wie ich das mache. So, man kann hier den Charakter erstellen. Ich zeige euch gleich mit meinem Charakter einige Sachen, aber wir können uns hier mal einen erstellen. Wer ist der Charakter? Bla bla bla. Was weiß ich, hi. Hallo. Oh, den gibt's schon. Nein, lassen wir das. Man kann das auch anhand meines Charakters zeigen. So, gehen wir mal auf Spielen. Schon hat man hier seine so gesehene Map, kann man sagen. Hier hat man die Taverne und bla bla bla, alles was man hier an der Seite auch hat. Ich sage gerne bla bla bla, das hört sich irgendwie schön an. Das hört sich irgendwie schön an. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Ich wollte ja sagen, wie das ist, wenn man einen Charakter erstellt. Das ist jetzt mein Charakter. Ich bin jetzt schon Level 230. Wo ich das letzte Video aufgenommen habe, war ich Level, keine Ahnung. Und wo ich das Video, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, war ich Level 224. Und das habe ich gestern oder vorgestern oder so aufgenommen. Ja, ich bin ein bisschen schnell gelevelt. Ich hatte ein paar Pilze. Das bin jetzt ich. Man hat hier verschiedene Charaktere, die man wählen kann. Wenn er das mal anzeigen würde. Ah, da ist es doch. So. Entschuldigung wegen 1-Sekunden-Delay oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, aber wegen der Tonspur, die nehme ich über Audacity auf und direkt über Game DVR nehme ich halt hier das Geschehen auf. Halt, es gibt hier 8 Charaktere, männlich und weiblich. Oh, süß. Und dann gibt es hier auch noch 3 Klassen, so heißt das, Klassen, 3 Klassen. Ich bin jetzt Krieger, dann gibt es noch Magier und Kundschafter. Ich mag Krieger irgendwie lieber. Dann gibt es hier unten noch direkte Anpassungsmöglichkeiten, was man so alles noch machen kann. Oder man würfelt einfach. So, das wollen wir jetzt aber nicht machen, weil mein Charakter soll so schön bleiben. So. Um Experience zu bekommen, Gold zu bekommen, Sonstiges zu bekommen, muss man hier Missionen machen. Leider habe ich meine Abenteuerlust schon aufgebraucht, aber ich habe ja noch einen Pilz hier oben, den ich jetzt mal hier weggeben kann. Dafür bekomme ich dann wieder Abenteuerlust und ich kriege von dem Bier, das sind 20 Abenteuerlust und dann kann ich hier auch eine Mission machen. So, was nehme ich denn mal, was im Video gut passt? Ja, so eine 2 Minuten. Die nehmen wir mal. So, dann muss man halt so 2,5 Minuten eigentlich warten. Ich muss nur 2 Minuten warten, weil ich eine Verzauberung auf meinen Rüstungsteil habe. Das zeige ich aber gleich. So, dann kann man hier Videos gucken. Das möchte ich jetzt aber gerade nicht. Da kriegt man dann Lucky Coins für, das zeige ich gleich auch nochmal, wofür die sind. So, dann gibt es hier die Arena. Ich lasse das jetzt hier mal im Hintergrund laufen, das funktioniert ja. So, die Arena, da kriegt man jetzt 3 Stück vorgeschrieben, gegen die man antreten kann. Vorher war das anders, da konnte man sich direkt aussuchen, wen man will. Jetzt ist es ein bisschen umständlicher, dass man in der Ehrenhalle raussuchen muss, wen man angreifen will. Aber wen machen wir denn mal? Wir nehmen mal die goldene Mitte. Gehen wir auf Camp. So, jetzt kann man hier sich den Kampf angucken oder einfach wieder springen. Diesmal habe ich verloren. Ne, ist auch 5 Level höher als ich. Hat. Ja, was hat er denn mehr? Verarsche.
Alles klar. So, dann werden drei neue gemacht. Das hat mich gerade ein bisschen aufgeregt. Warum habe ich nicht gewonnen? Das ist. Nee. So, dann gibt es hier die Stadtwache. Die kann ich aber erst zeigen, wenn ich hier nicht mehr die Mission mache. So. Erstmal den Waffenladen. Im Waffenladen bekommt man, wie der Name schon verrät, Waffen und auch Ausrüstungsteile. Man kann insgesamt 10 verschiedene Ausrüstungsteile als Krieger haben. Als Magier und Kundschafter sind es nur 9, weil Magier und Kundschafter haben kein Schild. Hat nur der Krieger. Nichts Gutes dabei. Man kann hier auch wieder mit Pilzen überspringen, dass dann neue Sachen kommen. Das gleiche auch im Zaubererladen. Da bekommt man auch noch Tränke her, die ich hier auch noch habe. Man kann insgesamt 3 Tränke haben. Es gibt aber, glaube ich, 6 Stück. Ja, 6 Stück gibt es. Und hier hinten gibt es ein seltsames Buch mit einer Hexe, die. Oh, ich kann was verzaubern. Das sage ich aber gleich. Die schaltet man mit Level 66 frei. Da kann man dann Items, die sie braucht, in den Kessel reinschmeißen. Holze sind das Talisman, ne? Habe ich nicht noch eins davon? Ist das eins? Oder das? Ja, das war. Nee. Hä? Das war eins. So. Würde jetzt hier nicht schon alles freigeschaltet sein, weil dieser Server ist schon lange. Weil das ist ja Welt 32 und das sehe ich gerade. Entschuldigung, dass das hier oben ist. Ich konnte es leider nicht wegmachen. Ich weiß nicht, wie der Vollbildmodus davon geht. Naja, egal. Da würde sich jetzt hier Prozente aufbauen, um eine neue Verzauberung freizuschalten. Ich habe hier jetzt schon die ganzen freigeschaltet. Besser gesagt, der ganze Server hat die freigeschaltet, weil das ist nicht nur auf den Charakter beschränkt, sondern auf den ganzen Server. So. Habe ich gleich mal hier verzaubert. So. Ja. Höhere Chance, um meinen Kampf zu beginnen. Toll. So. Mehr kann man hier eigentlich auch nicht machen. Ach ja, die Taverne ist fertig. Ich glaube, ich habe hier falsch, ja, ich habe falsch geklickt. Machen wir nochmal. Gibt's, ja, 2 Minuten, das machen wir gleich. Dann gibt es hier noch das WC, das schaltet man mit Level 100 frei. Na, freischalten nicht, man kriegt dafür einen Schlüssel, den muss man dann einsetzen. Und hier kann man, pro Aura braucht man bestimmte Füllstand. Den erreicht man mit Items, die man reinwerfen kann. Die kriegt man dann gespielt wieder und die Aura geht hoch. So, dann haben wir hier. Ich habe jetzt 395 von 550, also 72%. Also dauert ein bisschen, bis ich das jetzt voll habe. Ja, dann gehen wir zurück zur Taverne, machen nochmal die Mission, dass ich das gleich nochmal zeigen kann. Irgendwas ist da gerade nämlich schief gelaufen. So, dann gehen wir mal zum Stall. Der Stall ist dazu da, um ein Reittier zu bekommen. Das Reittier ist dazu da, um bei der Taverne weniger Minuten zu verbrauchen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Mission habe, die 10 Minuten dauert und zum Beispiel dieses 50, also minus 50% Reittier nehme, was ich auch drinne habe. Ja, da ist es. Dauert es nur noch 5 Minuten. Das ist schon recht gut. Wie es auch in jedem anderen Spiel ist, kann man hier Ingame-Währung mit Echtgeld kaufen. Von 50 bis 3000. Naja, kostet ja auch ein bisschen. Aber das Gute ist, man kann auch mit Handy bezahlen. Also ist es auch ein Spiel für Kinder, so gesehen, die noch kein Konto haben. Oder so. Man kann ja auch Coupons finden, wo man die findet. Ich habe keine Ahnung. Gesagt wird immer, dass sie manchmal in diesem Computerbild-Kacke drin ist. Habe ich aber noch nie gesehen. Dann gibt es ja auch noch extra Plus-Bonus. Da öffnet sich aber jetzt eine andere Seite und da möchte ich leider nicht drauf gehen. Ja. Da bekommt man denn, wenn man sich irgendwo was anmeldet oder seine Handynummer hinterlegt, bekommt man dafür Pilze. Mache ich nicht gerne. So, schon kommen wir wieder zum Charakter. Da waren wir eben schon mal. Ich brauche jetzt ein bisschen Erfahrung wieder. Ja, die Erfahrung ist ein bisschen viel, aber ja, man bekommt doch beträchtlich gut. So, hier kann man auch noch seine Attribute verbessern. Kann ich ja gleich mal machen. Die verbessern sich auch mit den ganzen Items. Die haben auch eine bestimmte Anzahl von Attributen, Punkten. Heißt es so, Attributen, Punkten? Ich weiß es nicht. Ja, ich mache ein Video über eine Sache, über die ich nichts weiß. So, man kann auch Post verschicken, Einladung, bla bla bla. Nein, ich komme nicht zu euch. Ich habe meine Gilde und da kommen wir auch gleich zu. Ja, es gibt Gilden in diesem Spiel. Wie man hier unten schon lesen kann. Das ist jetzt meine Gilde, wo ich gerade drinnen bin. Der Leiter, besser gesagt Leiterin. Und Offizier.
Früher war ich schon mal in dieser Gilde, bin aber leider rausgegangen, weil ich in eine andere Gilde rein wollte, ein bisschen Abstand haben, aber jetzt bin ich wieder zurück. Ich war früher auch Offizier. Offizier. Laber schon wieder Kacke. Witzbold. Müsste ich eigentlich mal wieder nachfragen, ob ich wieder Offizier werden könnte. Ich bin ja jetzt schon wieder seit, glaube, eine Woche oder so drin. Oh, es wurden neue eingeladen. Mal gucken, ob die kommen. Weil man sieht ja hier, die sind ja ein paar Tage nicht mehr online gewesen. Ein paar viele. Hier kann man auch umschalten, was man jetzt sehen will, was gespendet worden sein soll. Alter, die haben richtig gespendet hier, wann sie zuletzt online waren. Ich mag das gerne so. Aktivität und Tränke. Da kann man ja auch hier durchskippen. Kann man hier gleich die. So sieht unsere Leiterin aus. Und unser Offizier. Merkt es euch. Falls ihr in diese Gilde mit rein wollt, unten in der Videobeschreibung steht der Name. Und nochmal die Welt, falls ihr das im Video übersehen habt oder es gibt halt im Video hin und her. Schreibt einfach Blutengel, Autofahrer oder mich an, falls ihr in diese Gilde rein wollt. Wir haben noch Platz, weil mehr als 21 Tage nicht online. Der fliegt dann, wenn ihr hier mitspielen wollt. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Falls nicht, dann schade. Die Ehrenhalle ist dazu da, um die anderen Spiele im Auge zu behalten, wie gut die sind. Oh, ich bin ja schon wieder Platz 796. Da kann man dann einfach hier zum Beispiel mal Nummer 1 eingeben. Und dann ist hier der erste mit 346 Level. Oh, das ist schon mal etwas. Wir sind gerade auf Platz 33 mit unserer Gilde. Wer ist denn jetzt auf Platz 1? The Freak Factory. Ja, da war ich früher mal drinne, aber die haben jetzt voll und da bin ich rausgeflogen, weil ich ein paar Mal inaktiv war. Hier, die Festung, die ich auch gleich noch zeigen werde, ist hier auch mit in der Rangliste drinne, weil man die auch noch ausbauen kann. Ehrenhalle, da sind wir. Ah, Dungeon. Oh, schade, Dungeon kann ich jetzt in 5 Minuten. Ich glaube, den cutte ich kurz oder. Ihr müsstet ja eigentlich wissen, was ein Dungeon ist, oder? Es gibt hier halt einen Turm, da kann man hier immer wieder neue angreifen. Und es gibt verschiedene Dungeons hier. Es gibt auch ein Portal, das kann ich aber erst morgen wieder machen, weil ich das heute schon gemacht habe. Aber eben morgen werde ich das auch schaffen. Diese 14%, die werden besiegt. Letztens neu zugekommen sind diese ganzen Dungeons. Also das Spiel ist eigentlich noch up to date, da kommt immer wieder was Neues. Genauso wie diese Dungeon und die Festung ist erst neu. Das hier ist auch erst neu. Gibt's halt verschiedene Dungeons, ja. Ja. Da brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. So, die Festung. Da kann man jetzt, so, ein bisschen einsammeln. Hier kann man ein bisschen Level abgraben. Hier bekommt man für seine, Sachen, die man bekommt, da. Hier, so eine kleine Steinchen, die kann man da einsetzen. Dauert bei mir jetzt irgendwie 7 Stunden immer. Hab schon vor 3 Stunden das mal gemacht. So, dann kann man hier Kaserne, Arbeiterquartier, alles so Magier und Soldaten und alles ausbilden und dann um andere anzugreifen. Bloß es gibt nichts. Ja, zu wenig Gold. Ich kann leider nicht weiter skippen. Oh, Taverne ist fertig. Jetzt geht es. So, jetzt kann man sich den Kampf angucken oder man skippt. Ich skippe immer gerne. Und schon kann man hier sich wieder eine neue machen. Eine neue machen. Haha, was laber ich hier? Hier gibt es auch noch diesen Typen. Da kann man Geld setzen. Setzen und los. Da ist die. Heck, da ist die jetzt. Da ist die jetzt. Nein! Nicht nochmal. Da kann man auch Pilze einsetzen. Wenn man gewinnt, kriegt man das Doppelte. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gewonnen dort. So. Man kann halt andere Basen angreifen. Man muss hier immer alles verbessern. Das ist jetzt alles auf Level 9 bei mir. Hier bin ich gerade auf Level 9 upgraden. Und wenn man das hier alles upgradet, bekommt man mehr hiervon. Und das, also Holz und Stein braucht man, um wieder abzugraden. Wer hätte es gedacht? Ja, das war eigentlich alles. Ich glaube, hier ist noch. Ja, das ist noch hier. Da kann man einmal am Tag kostenlos drehen. Danach sind hierfür auch die Lucky Coins. Wenn du 10 Stück hast, mindestens,
kannst du wieder einmal frei drehen, sonst kostet es immer einen Pilz. Ich habe heute schon zweimal gedreht, weil ich schon ein paar Lucky Coins bekommen habe. Ja. Halt. Schön, ne? Da kann man ganz schön Sachen bekommen, zum Beispiel drei Pilze, ein bisschen Holz, Stein, Erfahrung, irgendein Item, ja, Gold. Da kann man fast alles bekommen. Hier ist auch noch für die Gilde ein Chat. Da kann man einfach so Hallo. Da kann man einfach so schreiben, zum Beispiel Hi. Und dann sagen die anderen vielleicht auch Hi, wenn sie da sind. Ja, da kann man hier wieder eine neue annehmen. Oh, jetzt sind irgendwie nur noch für 2,5. Okay, nehmen wir mal an. Klicken wir mal weg. Ja, eigentlich habe ich jetzt alles gezeigt, was man zeigen kann. Mehr fällt mir auch gerade nicht ein. Ich habe hier auch ein bisschen in meine Charakterbeschreibung. Ja, sowas gibt es auch. Kann man auch mit dazufügen. Bei Post, da habe ich ja nur das gezeigt. So heißt das. So, dann gibt es ja auch noch die Kämpfe-Liste und die Freunde-Liste. Ja, der ist auch schon lange nicht mehr online. Aber schön für ihn. Interessiert mich reichlich wenig. Ja, das war eigentlich so das Grobe von diesem ganzen Spiel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne in die Gilde mit reinkommen. Es ist noch reichlich Platz. Wir kicken einfach hier welche raus, die schon etwas länger nicht mehr online waren. Und ja, ich kann es wieder sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Tschüss.